des Bundes zu regeln, ob der Eigentümer die Grundsteuer auf die Mieter umlegen darf oder nicht. Ja, das wird Gegenstand sicherlich der weiteren Beratung im Gesetzgebungsverfahren. Wir machen ein Bild von mir. Hey, die Kirche. Der sah aus wie Klaus Kinski und hat gesagt, erstmal, wenn er einen Kaugummi im Mund hatte, put your trash into the can, ne? Hat er immer gesagt, muss alle über Kaugummi nachgucken. Und der hat auch noch was Tolles gemacht. Der Jäger zwischen Begierde und Besinnung, als Jäger der schweren Winterszeit, als Freund seines Wildes und doch mit seiner Büchse todbringend. Nicht aus Lust am Töten, sondern in Erfüllung einer verantwortungsvollen Pflicht. Heute ist echt Tanz für den Tag, so. Ja, genau. Ja, war eigentlich gut dann so. Ja, ja, richtig gut. Wow. Oh. Das macht richtig. Steht am Bulle. Und. Thank you.
Ufer durch bist, dann ist da so eine Art Foyer. Und links kannst du rausgehen, kannst aber zu diesem Palomino, du kannst aber auch in diesen Raum Lampenlager gehen und da sind manchmal diese. Wir hatten unheimlichen Ärger mit der freiwilligen Selbstkontrolle, weil die den Film für die Altersgruppe, zu der Moritz und die anderen gehören, nicht freigeben wollten. Und als ich eben den Film gesehen habe und dann an das Jahr 78, habe ich plötzlich verstanden, warum die den nicht freigeben wollten. Sonne, Sonne, Sonne! Nur diese Scheiße an. Da. Und? Spring. Spring, 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 spring. Er sieht den Ball ab. Jawohl. Jetzt kommen sie wieder beide. Oh nein, da läuft ein Käfer drauf längs. Das sind Vögelchen. Weiß ich nicht. Erstmal nur den Turm hier. Oh, man kommt aus dem Wald. Das kommt alles in deinen neuen Film. Ey, das ist alles Knast, das wisst ihr. Wir ja, gehen gemeinsam ins Gefängnis. Aber das kommt ein Auto. 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 Das hätte man jetzt nicht gedacht. Ja. Ja.
mal. Ja, moin liebe Verbliebene. Ja, heute läuft mal mein erster Langfilm, Die Abrissbirnen, 75 Minuten. Er ist von den Schauwerten her ein bisschen anders als der Rest, der hier so gelaufen ist bisher, so was ich gesehen habe. Also, aber er kommt trotzdem klassisch rüber, Mini-DV-Look 4:3, mit Freunden und Familie in Wohnung gedreht. Ja, und es ist mir eine besondere Ehre, das vor allem hier wieder zu machen. Das ist ja jetzt echt das 7. Mal, dass ich beim Indigo hier was vorführe. Seit 2009 am Start.
also echt, nee, seit 2010. Der Film war von 2009, aber 2010 dann hier erstmals dabei gewesen. Es war eine sehr schöne Zeit, immer auf euch Verlass gewesen. Und ja, auch wenn ich nicht immer zeitig dabei sein konnte, wenn er wirklich lief, ich habe es ja immer genutzt, so wie es ging. Ja, und freue mich dann, dass es vielleicht in irgendeiner Form vielleicht auch mal weiter, noch mal weitergehen würde, wenn es klappt. Aber ich mache so oder so weiter Filme. Und ja, hoffe, dass euch der nächste jetzt auch viel Spaß macht. Ja, genau. Alles klar. Ja, ich, viel Spaß mit dem Film. Und danke nochmal an Bali für das tolle Indigo Filmfest. Ich war nicht so oft dabei, aber ein paar Mal schon. Ein paar Mal schon, ja.